Den Digital Austria Pact präsentierten heute Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Staatssekretär Florian Turski. Ziel dieser digitalen Kompetenzoffensive von Bund und Land ist es, möglichst alle Menschen in Österreich in grundlegenden digitalen Fähigkeiten zu bilden. Weil 9 von 10 Jobs brauchen schon digitale Fähigkeiten und die künstliche Intelligenz, die stellt uns jetzt vor ganz neue Aufgaben. Denn die Jobs werden hoffentlich nicht weniger werden, sie werden sich aber vollkommen verändern. Und auch jetzt merken wir ja schon die große Nachfrage an IT-Fachkräften. Alle Geschäftsbereiche sind von Digitalisierung betroffen. Nehmen Sie den Handel, was sich hier im Bereich Internethandel zum Beispiel entwickelt hat, oder bei diversen Abholsystemen. Nehmen Sie den Tourismus, wie sich die Welt geändert hat. Und in der Industrie ist es natürlich sowieso extrem. Also es ist ein Teil unseres alltäglichen Lebens, und wer in der Digitalisierung besser, zielorientierter und effizienter unterwegs ist, der wird die Nase vorne haben. Also haben wir 3 zentrale Ziele. Einerseits, dass bis ins Jahr 2030 alle Österreicherinnen und Österreicher über digitale Fähigkeiten verfügen. Zweitens, dass wir die Anzahl an IT-Fachkräften, insbesondere weibliche IT-Fachkräfte in Österreich, deutlich steigern. Und drittens, dass wir im Standard setzen, dass jeder etwas anfangen kann, was ist eine Ausbildung mit digitalen Fähigkeiten und was kann dieser Angestellte dann auch.